Ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Call of the Wild Hunter. Wir begeben uns zur Küste und schauen wir mal, was uns auf dem Weg zur Küste begegnet. Wir haben es 17.36 Uhr. Ja. Man sieht es eben jetzt, die ganze Küste abzugehen. Hätte vielleicht sogar noch ein bisschen früher beginnen können. Aber egal. Achterle. Achterle, aber da füllt man wer? Ein Quachterle. Ja, schauen wir mal, ob wir hier was sehen. Wenn nicht, ist auch gut. Und sind hier mal. Zurückler. Das sind eh die. Gewachtelten Wachteln. Aber die Frage ist auch, ob ihr alle der Machtefang habt. Wenn ihr keinen der Machtefang habt, dann ist das Hammerfing, oder? Wo seid denn ihr? Geiler kleiner Fuchs. Könnte man eigentlich eine volieren, aber es ist ein Zweier, ein Dreier. Ja, also ankommen werden wir sicher in dieser Folge. Bitte. Ganz klare Badeng-Rufe. Also Badeng sind in der Nähe. Das ist immer gut. Sogar sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht gehen die mit uns bis zum Wasser. Und wir könnten von da oben kommen, die Rufe. Wäre ja auch noch nicht. Oh, davon steht einer. Ja. Eier. Oh. Was ist noch von gestern oben? Denken ist wirklich einfache Viecher zum Jagen. An dir wäre das schon nämlich auch was Geiles und auf den geht es nämlich heute. Ein paar Goldene haben wir jetzt schon gehabt. Ich hätte gerne jetzt ein Dier. Die gut in meine Sammlung passen. Aggressiv ist er. Reicht aber nicht mehr bis zu mir. Natürlich sehen wir auch dort Alligatoren. Vielleicht kommt da noch ein Tier dazu. Beziehungsweise wenn wir da ein paar rausschießen. Ein Albino wäre auch geil. Ich sage immer Alligator, aber es ist kein Alligator, das ist ein Krokodil.
die Mangroven wollt. Aber gut. Wir lassen uns überraschen, was wir antreffen werden. Müssen wir sparsam umgehen. War gar nicht so viel Money. Gib mir ein Krokodil. Gib mir ein Krokodil. Ich glaube, das ist ein Trinkgebiet von einem von Pantank. Sonne, Mond und Sterne. Bis 1100 Kilo. Da liegt aber noch. Den nehmen wir mal. Warum zum Gedanke, danke schön. Daher bin ich gegangen. Den Bogen können wir da auch gleich machen. Schauen wir mal, was uns da noch kommt.
Ja, dann schlecht. Der geht halt gar nicht gut. Nur nicht zu weit rennen. Die Wiese. Gut, weiter geht die Suche. Ist so, da nehmen wir mal keins mit. Da drüben. Richtig krasse Herde Pantenk. Auch gerade zu ihrem Spot gehen. Da oben ist noch eine Mission, die nehmen wir noch mit. 70 Metern. Pantenk in Diamant. Das hätten wir so gern. Lali und tralala. Ich hoffe, wir sind gleich da. Uns dabei ist. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt echt, das war's mit mir. Hm? Also da müssten jetzt zwei oder drei liegen.
Hoffentlich zumindest. Da kommt mir ein Panther entgegen. Weil du mich ja gar nicht berührt hast. Das kann nicht offen. Wollte ich jetzt mal probieren, ob man es Mund. Stimme. Ja, müsste sich jetzt umdrehen. Hammer. Liegt. Ja, ist schon eingegangen. Sehr, sehr schön. Ganze. Irgendwann mal noch ansammeln, dann war's das mit der Folge. Aber das war nur ein Einser, deswegen sieht das so groß aus. Man müsste es. Thank you.
da liegt er davon. Dann wäre mir die Küste auch abgegangen in der Folge, das ist sehr gut. Nächstes Mal werden wir dann schauen. Auf die Rooster gehen, die um 20 Uhr sind, oder? Was wir da machen. Auf jeden Fall, damit beende ich es mit diesem Mondschein hier. Sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, mach's gut und ciao.